Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic. Wir müssen hier auf der Insel, die ist immer noch nicht unter unserer Kontrolle. Ja, wir müssen die Abtrünnigen vernichten und danach würde ich sagen, gehen wir Richtung Karthago. Und hier, ja, gibt es eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun. Außer, dass wir nach den tollen Delfinen hier wahrscheinlich Richtung. Ah, genau, der killt ja die ganze Zeit meine Einheiten. Stimmt ja. Ja, dann warte ich noch eine Runde. Ich brauche ein bisschen Money. Ein bisschen Phrasen und dann genau. Bisschen ja, was zu essen brauche ich eigentlich nicht mehr so, aber das gibt hier mir ja ne, das gibt mir ja auch Wohlstand. So, dann würde ich sagen, kämpfen wir mal hier. Wir haben einen Belagerungsturm und das reicht uns. Also anders als bei den griechischen Fraktionen sind die Römer ziemlich gut ja, belagern, weil ja, so Schwertkämpfer sind auf den Mauern immer ein bisschen besser als die Speerkämpfer, die ja, mehr Reichweite haben, aber sobald die kurze Distanz haben, sind die nicht mehr ganz so super. Judela. Genauso wie Pikiniere im Nahkampf sind die katastrophal, aber irgendwie müssen die ja auch gebalanced werden. Okay, wir können eigentlich hier reingehen. Das ist eigentlich ganz cool. Also, das ist eigentlich ja ziemlich kacke. Wieso haben wir nur eine Leiter? Das ist sowas von nervig. Gut, ich fahr mal mit dem Turm nach da hinten. Genau, ich fahre nach da hinten. Das wird ein bisschen dauern, aber ja. Ich werde mal ein bisschen warten. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, aber nicht von hier, ne? Wie, der wird beschossen? Von dem? Sehr gemein, ja, okay. Fährt er trotzdem. Ich dachte jetzt nicht, dass die hier beschossen werden, ehrlich gesagt. Geh mal hier hoch und hier runter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Er geht mal nach da drüben. Der hat schon seine ganze Munition verbraucht. Wow. Super.
Na, kommt mal jetzt auch da hoch. Alter, was für ein Wuschel ist das denn? Ich habe jetzt halt trotzdem die die Triari genommen, weil die mehr. Wir haben einen Turm eingenommen. Weil die mehr Nahkampfabwehr haben. Und das ist super. So, dann kommen die von hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na, der ist auch wirklich fast tot hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na, der stirbt. Die Einheit stirbt komplett. Los hier. Lauf mal ein bisschen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Schade, schade, schade. Wir erwarten eure Befehle. Alter, also die hauen schon echt rein. Die hauen schon echt rein. Ich hätte das andersrum machen müssen. Aber egal. Ist jetzt geschehen. Die Peltasten haben halt auch eine richtig gute Durchbrechung. Und wie kommen die da jetzt runter? Gar nicht, oder? Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Stolze Römer! Speerkämpfer bereit! Bringt die Pferde! Zu Befehl! Bringt die Pferde! Doppelte Geschwindigkeit! Kommen denn nicht runter? Super. Das ist natürlich geil.
Da, und jetzt der Feind hat die Tore eingenommen. Fängt er wieder an zu schießen. Alter, dass man hier nicht runtergehen kann, ist mir, also, ja, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Unser General wird angegriffen. Mhm. Oh, da ist noch ein Katapultding. Ja, wie weit kann der denn schießen? Wenn der schießt nach da und nach da. Alter. Nee, komm. Der geht zurück. Alter, was für ein Kack, dass man von da nicht runterkommt. Das ist so ein Schmarrn. Ganz ehrlich. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja. Hätte viel früher, wenn hier Ding wäre. Ne? Das ist auch gegen. Jo. Gegen Fernkämpfer. Ja, da brauche ich jetzt nicht mehr zu werfen. Weil der gehört gleich uns. Gleich kommen die Kavallerie rein, ihr Idioten. Und dann seid ihr alle tot. Wir haben die Tore eingenommen. Na dann, los geht's. Tschüss. So, endlich. Das war jetzt echt ein Schwachsinn. Also, da wäre es hier sogar besser gewesen, hier anzugreifen. Na egal. Sind ja sogar noch Speerkämpfer. Ja, Juba. Wieso kommen die nicht mit? Kein Bock, oder? Die sind da auch ein bisschen dämlich drauf, ne?
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also, dass man da nicht runterkommt, das hat mir schon einige Leute gekostet jetzt. Wie soll ich den jetzt besiegen? Kann ich ja gar nicht. Genius. Mal was trinken. Ich muss dann quasi... Mit denen erobere ich mal das Tor. Dann erober ich mal den da und versuch mit den Türmen den zu erschießen. Ne? Wir haben einen Turm eingenommen. Kann der nicht drauf schießen? Eigentlich doch, ja. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ja, aber trotzdem. Warte mal. Vielleicht können die auf den schießen. Könnte jetzt sein. Die Reichweite könnte passen. Tja, ne? Hi. Bitte nicht schießen. Nicht schießen, nein. 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 Wir haben die Tore eingenommen. Yay. Er schießt jetzt auf den. Okay, dann gehe ich mal mit allen noch dahin. Hab hier sonst nichts zu tun. So. Das feindliche Tor wird bald unser sein. Das ist kein Tor. Ach, okay. Uiuiui. Das war... Ja. Nicht ganz so gut. Oh, Menno. Naja. Aber wir haben gewonnen. Aber dass die vergessen haben beim Tor... so Treppen nach unten zu machen. Das war echt, war nicht nötig. So. Oh, ich habe kein Geld mehr. Und auch, dass ich nur... eine Leiter hatte, war auch nicht ganz so gut.
So, ich glaube. Ich kann ja hier eh nichts mehr machen. Aber du könntest was machen. Und zwar die kleine Stadt wieder zurückerobern. Eine Leiter habe ich, ja. Wieso habe ich nur eins? Dann belagere ich dir jetzt mal ein paar Runden. Und du bist schon dahin gelatscht. Ah, du bekommst da noch was. Das da bekommst du. Und ja, den da bekommst du. Gut, dann. Ja, ich glaube, das sind alles welche. Ah, ein Veteran. Super. Dann. Genau, die kommt noch nach Italien rüber. Der macht, glaube ich, nichts, ne? Ja, der kann mal scouten. Du bekommst auch noch was. Aha. Dann bist du einer der. Okay. Nochmal. Ja. Dann wirst du auch einer für die Armee. Das war's. Ah, wir können noch. Hier. Steuersatz. Wir brauchen ein bisschen mehr Kohle. Was ist denn mit den Kohlen? Das habe ich nicht gemacht. Ah, und jetzt kommt nochmal ein Kill. Ach, das ist so lächerlich. Es wird mir so gut tun, die mal wirklich umzubringen. Meine Güte. Was ist das mit den ganzen Agenten? Wenn ich hier dann mit dem Angriff anfange, habe ich nur noch den General. Ah ne, den können sie ja auch töten. Oh Mann. Athene hat uns mit Weisheit gesehen. Klientelkönigtum. Ich rate euch, in dieser Angelegenheit ebenfalls ihrem Rat zu folgen. Ja, okay. Klientelkönigtum ist in Ordnung. Dann kann ich mich ja ganz auf die blöden Pinguine da unten, die Delfine sind, konzentrieren. Nö. Mach's halt wie die anderen. Wie Neapolis. Die haben gleich erkannt, dass man entweder bei mir stirbt oder annehmen. Oder genau, eine Einheit. Ja. Jetzt habe ich nur noch 16. So. Warte, das mache ich jetzt noch nicht. Ich komme erstmal hier hin und du kommst auch mal nach unten. Die Belagerung. Ah, hier ist mein Killer. Die Belagerung mache ich dann erst später. Die mache ich erst später, wenn ich dann. Ja, wenn ich. Nächste Runde meine ich, nicht später. So, du kommst mal hier runter. Weil du brauchst neue Einheiten. Und zwar brauchst du zwei, drei von denen. Kavallerie brauchst du auch. Ja, so. Du brauchst eigentlich auch noch welche, aber du. Nahkampfangriff ist ein bisschen low. Get low. Und dann bekommst du noch zwei Fernkämpfer. Die werden dann ausgetauscht dann später. Und dann würde ich sagen, ja. Danke fürs Zuschauen. Ruckel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.